Schönen guten Tag, meine Lieben. Hier bin ich wieder, Sebastian. Und heute nehme ich euch mit auf eine Geburtstagsfeier. Und zwar hat mein Sohn heute seine Geburtstagsfeier. Er ist 13 geworden am Mittwoch. Aber heute feiern wir so mit der Familie und einigen Freunden. Ja, wie es mit meiner Angst bestellt ist, die ist momentan nicht wirklich vorhanden. Hey, habt ihr das gehört? Ich bin selber verblüfft. Ich habe mir so, hatte schon Momente, wo ich dachte, nee, oh, das ist aber unangenehm und so. Und muss Angst haben und so. Aber dann habe ich mir halt vorgestellt, wer so kommt, ne, in meinem Kopf. So einzeln habe ich mir die Leute vorgestellt und dann konnte ich nichts finden, jetzt so, was mir jetzt große Panik bereitet oder so. Natürlich werde ich bestimmt aufgeregt sein, aber bis jetzt muss ich sagen, ich bin selber über mich erstaunt. Ich freue mich auf den Geburtstag und habe nicht so irgendwie so Gedanken wie früher, dass ich mir schon bestimmte Dinge vorstelle, wo ich mich blamiere oder die mir unangenehm sind. Das ist eher voll weniger geworden. Ich freue mich einfach auf den Tag mit meinem Sohn und mit meiner Familie und all den anderen. Naja, der eine oder andere müsste gar nicht kommen. Na ja, aber das Wetter ist heute nicht so gut. Ja. Wir werden also nachher in den Garten gehen. Ich habe die ganze Woche, ich glaube 2 Wochen, haben wir da jetzt rumgemacht, dass der Garten einigermaßen schön ist. Ich habe so Möbel selbst gebaut aus Europaletten. Zeige ich euch nachher mal. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Und wer schon von Anfang an mit dabei ist, der kennt ja noch den Garten, ja, wo wir da ganz neu waren, wo ich da noch mit diesem Trimmer alles weggemacht habe und so, wo da eigentlich ein Urwald war. Es regnet. Es sind jetzt schon einige Leute da und mit meiner Angst, die ist da, aber es ist okay. Es ist vollkommen in Ordnung so. Es wird wahrscheinlich noch mehr werden, weil es kommen noch andere Leute. Und jetzt bauen wir gerade, bereiten wir alles vor. Wir haben es ja schon die Woche vorbereitet. Jetzt machen wir nur noch Kleinigkeiten. Und ja, kennt ihr das, dass man in so Momenten dann wirklich weiß, irgendwas mit sich anzufangen. Ja, man steht überall irgendwie rum, weiß gar nicht, was man machen soll. Bis jetzt geht es, weil ich halt mit aufbaue. Mal gucken, wie später wird. Ich berichte euch dann davon, wie es war, wie es gelaufen ist. Es regnet nicht mehr, das ist schon mal gut. Hä? Jeder kriegt einen Ballon. Jeder kriegt einen Ballon. Guck mal, du hast 3 und du hast 4. Wir müssen die aufhängen, die Ballons. Wo? Oben auf dem Dach hier. Dann so Wasser reinmachen und dann platzt und dann ja, alles ne? Wasser. Wasserbomben. Jetzt ist das ausgekippt. Nachher kannst du mal fragen, wen das ausgekippt ist. Oh, hier ist was ausgekippt, keine Ahnung. Und wir spielen jetzt mit den Löffelern. Oh, wein nicht. Komm her, Schatz, komm. Ist doch nur ein Luftballon. Ich hab noch tausende. Komm her. Wir haben keine mehr. Welche Farbe? Ich hab 1000 Luftballons. Warum weißt du jetzt schon? Traktor. Ja. Eins. Ich kann die an. Oh, Jesus, Maria. Ich habe die Aufgabe, meinen Schwiegerpapa abzuholen. Und ich muss sagen, von der Angst her geht es. Die Freude überwiegt. Aber natürlich irgendwie. Ja, bisschen Angst. Es ist nicht mehr wie früher da. Ich hätte ihn nicht abgeholt. Ja, ich muss auch in sein Auto einsteigen, mit ihm wieder zurückfahren. Da hätte ich früher schon größere Angst verspürt. Es geht, ich hoffe, das bleibt so. Und ich freue mich einfach, ihn gleich begrüßen zu dürfen. Und so konnte ich auch nochmal hier ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Abstand gewinnen von dem ganzen Turmbild da. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, wo ich noch wirklich extrem Angst habe und das auch bemerke. Aber ja, kleine Schritte sind auch gut. So kommt man weiter. Jetzt muss ich aber hier noch mal kurz pinkeln gehen. Ja, bis jetzt sehe ich ihn nicht. Er ist noch nicht da, oder? Oder er steht da vorne. Ja, da vorne steht er. Naja. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es weiterläuft und wenn ich die Zeit finde, nochmal ein Video mache. Ich kann da jetzt schlecht filmen, ja. Ich möchte nicht, dass die da irgendwie in YouTube sind. Ich weiß nicht, ob die das wollen. Deswegen mache ich das nicht so, dass ich alle abfilme. Ich glaube, da vorne steht der. Ich hole die Leute rein, alle zu unserem Garten. Geheimplatz.
Und dann spritze ich die Autos um, ja? Das ist mein Job heute. Ich hoffe, er ist gut drauf. Meine Frau hat gesagt, er ist nicht so gut drauf. Aber mal sehen, nicht? Ich bin dafür umso besser drauf. Guck mal, hier es regnet heute. Es hat viel geregnet. Und dort sieht man das. So. Sprenkleranlage. Ja, ich mache jetzt aus, weil ich glaube, da vorne steht der. Muss ihn begrüßen oder ist er im Wohnwagen gekommen? Ist er im Wohn, bleibt er länger. Über einen längeren Zeitraum könnte sein. Weiß ich nicht. Mal gucken. Nee, da ist keiner drin. Ich glaube, da vorne steht der. Da steht er, oder? Naja, dann bis später. Ich berichte. Ja, ich habe die abgeholt, meinen Schwiegerpapa. Bin mit ihm Auto gefahren und es verlief ganz gut. Mein Tipp ist dazu, wenn man jetzt die Angst hat und so, ist es gut, wenn man versucht, gleich möglichst viel zu reden, damit man da irgendwie reinkommt, ja. Wenn ich von früher denke, wenn ich nur ja, nein gesagt habe, dann ist natürlich die Situation viel unangenehmer. Aber früher konnte ich auch gar nicht viel mehr reden, weil ich einfach so aufgeregt war, ja. Jetzt mittlerweile heute zum Beispiel bin ich dann hin, habe gefragt, wie die Fahrt war, ob es geregnet hat während der Fahrt und schönes Auto, also Dinge. Und dann ist mir das leichter gefallen, ja, wenn man ein Thema hat, worüber man sprechen kann, ist diese unangenehme Stille, kennt ihr bestimmt auch, ja, unangenehme Stille, dann ist hier so ein bisschen weg, ist das Ganze ein bisschen lockerer und ja, das ist auch gut verlaufen, sehr gut verlaufen. Jetzt bestellen wir gleich noch Pizza und dann hoffe ich, dass der Rest des Abends auch noch so verläuft. Hier und da habe ich manchmal halt Momente, wo ich denke, am liebsten wäre ich kurz mal eben weg. Aber nee, ist gut verlaufen, ne? Bisher. Da ich ja wegen meiner sozialen Phobie wirklich oft leise rede und kurz, ja, ist es richtig gut, wenn man versucht, lauter zu reden als sonst. Wenn man nämlich einmal in diesem Ding drin ist, dass man so leise redet und so wenig redet, dann kommt man da schwer raus, dass man wieder ein bisschen lauter redet. Das muss man wirklich immer üben in den Situationen. Und ja, heute habe ich Glück. Hätte auch anders sein können, ja, dass ich da Panik bekommen hätte, aber es ist nicht so. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich ungemein. Jetzt bin ich ganz schön weit weggegangen. Das ist mir jetzt auch unangenehm, ja, dass ich so lange weg war. Da hinten ist das Glück. Sehen wir das? Was mache ich? Zu blöd, das zu finden. Ne? Man sieht es nicht. Da hinten irgendwo ist der Garten. Da. Nee. Da hinten irgendwo, ist egal. Wo die Autos stehen. Vielleicht habt ihr es gesehen. Da muss ich jetzt wieder den ganzen Weg zurückrennen. Ich sehe immer nur einen Weg. Den Rückweg vergesse ich immer. Es klappt noch nicht so ganz so gut bei längeren Gesprächen. Das ist dann auch wieder anstrengend. Da bin ich froh, wenn das umgeführt. Muss ich aber auch ehrlich sagen. Da bin ich dann froh, wenn das aufhört. Wenn ich höre, wie meine Frau ruft, dann wird sie sauer sein, weil ich nicht da bin. Aber ich musste mal pipi und da musste ich weit für weggehen. Ich will nicht, dass jemand meinen Stiel abzieht. Das ist verständlich. Ja, ich mache jetzt wieder aus und vielleicht melde ich mich nochmal. Ansonsten wünsche ich euch nur das Beste und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, dass ihr das Video gesehen habt und es würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und auch im Idealfall, wenn ihr mich einfach abonniert, ja, wenn euch das irgendwie hilft, wäre schön, wenn auch etwas zurückkommt. Ja, muss nicht sein, die meisten machen es nicht. Trotzdem, danke, bis dahin, Sebastian, adieu.